wie man eben wirklich so Manipulationsenergien bei sich selber erkennt, dann auch bearbeitet. Ja? Noch einmal, wir stellen nicht die Person selber auf. Das wäre schwarzmagisch. Wenn ich mir eine Person selber herhole, ohne ihr Wissen und Willen, ja, das wäre schwarzmagisch. Wenn du dir eine Person aufstellst, ist das dein Bild dieser Person. Ja? Okay? Gut. Schließ bitte mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger. Und entspannst dich mehr und mehr. Jedes Nebengeräusch, das du jetzt noch hörst, bringt dich immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Und jetzt erinnere dich mal, wir haben heute Vormittag, haben wir uns mit dem höheren Selbst verbunden, also mit deinem Entwicklungspotenzial. Und du willst dich jetzt mit deinem höheren Selbst wieder verbinden und diesmal in Bezug dich in einer Beziehung da weiterzuentwickeln, womöglich Manipulationsmuster, toxische Muster zu lösen. Also das wollen wir machen. Wir verbinden uns mit dem höheren Selbst, um Orientierung in einer toxischen Beziehung oder toxischen Mustern einer Beziehung zu erlangen. Und jetzt atmest mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein nochmal. Und wieder aus. Und jetzt erlaube dir mal diesen Lichtstrahl, wie wenn die Sonne auf deinen Kopf scheint. Goldenes oder weißes Licht strahlt jetzt auf deinen Kopf, aber auch durch deine Kopfhaut hindurch, in dein Gehirn, deinen Kopf, deinen Hals, deine Schultern, dein Brustraum. Alles wird jetzt von diesem Lichtstrahl mal inspiriert. Und weiter fließt das Licht vom Brustraum in deinen Bauchraum, in dein Becken, in deine Oberschenkel, Unterschenkel, bis zu deinen Füßen runter. Und nimm dich jetzt mal wirklich in einem Licht stehend wahr. Stehst in ein goldenes Licht gehüllt. Und bist in der Beziehung mit deinem höheren Selbst. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und spür jetzt mal, wie dieses goldene Licht dein höheres Selbst Raum in dir schafft. Und dieser Raum ist dein persönlicher Entwicklungsraum. Es ist dein Freiraum,
Kannst du dir vorstellen, du bist in einem Raum, bestehend aus goldenem oder weißem Licht. Es ist einfach ein großer, weiter Raum in dir. Und in diesem Entwicklungsraum und Heilungsraum kannst du auch jedes Objekt oder jede Person hineinladen, mit der du arbeiten möchtest. Und ich lade dich jetzt dazu ein, dass du jetzt mal entweder deinen Partner, eine Freundin, einen Freund oder irgendein Objekt, eine Wohnung, Arbeitsplatz, dass du dir jetzt einfach mal eine Person oder ein Ding herholst und dir mal vorstellst, dass da zwei Sessel sich gegenüberstehen. Du sitzt auf einem Sessel und die Person, die du einlädst, sitzt dir gegenüber. Und versuche, diese Person dir möglichst wirklich vorzustellen, wie wenn du mit der auf einen Café wärst oder die wirklich eingeladen hast zu dir. Und jetzt schaust mal, wie du dich dieser Person gegenüber fühlst. Wie fühlt sich's an, dass die Person da ist? Und du kannst dich jetzt an deinem Körper orientieren. Hast du das Gefühl, du hast einen Kloß vielleicht im Hals, einen Druck auf der Brust, Druck im Magen? Spürst du deine Beine nicht ganz, bist nicht ganz in deiner Kraft, in deiner Erdung? Wie fühlt sich das an? Und wenn du im Hals etwas spürst, dann kannst du dich ja fragen, bist du hundertprozentig ehrlich mit dieser Person oder erzählst du dieser Person alles, was wirklich jetzt wichtig ist oder was dich bewegt? Oder hältst du vielleicht etwas zurück, weil du dich schämst oder dich nicht traust, Dinge zu sagen? Vielleicht auch aus Liebe heraus, weil du sie verletzen möchtest, nicht verletzen möchtest. Ist dein Herz dieser Person oder diesem Objekt gegenüber offen? Hast du das Gefühl, dass du die Grenzen dieser Person wahrst? Und dann schau dir das jetzt einfach mal ganz neutral an, wie es dir geht. Und du bist ja in diesem Begegnungsraum. Und dein höheres Selbst wird dir jetzt helfen, Dinge zu transformieren oder zu lösen. Vielleicht gibt es Stress in dieser Beziehung, vielleicht einen Terminstress oder einen Stress, einen emotionalen Stress. Und du bittest jetzt mal dein höheres Selbst, diese Thematik zu lösen. Und diesen Stress auch zu transformieren. Und das Licht von deinem höheren Selbst, mehr brauchst du nicht tun. Du bittest darum, dass sich dieser Stress löst. Und vielleicht ist irgendwo was dunkler oder schwerer zwischen dir und der anderen Person. Und da scheint jetzt dieses Licht, dieses strahlende goldene Licht hin, und löst jetzt mal diese Stressenergien, diese belastenden Energien. Und vielleicht fallen dir auch gewisse Sätze ein, gewisse Glaubenssätze oder Gedanken, die du dieser Person gegenüber gedacht hast.
Vielleicht fallen dir irgendwelche alten Sätze auch ein, karmische Strukturen. Egal was es ist, dein höheres Selbst löst jetzt diese Themen raus. Und erlaube jetzt einfach mal zu fühlen, wie sich das verändert, das Bild deines Gegenübers und dein Gefühl. Vielleicht wird es heller, freier, gerät mehr in Bewegung. Und erlaube einfach deinem Hören selbst auf der Ebene zu arbeiten, wo du das Gefühl hast, dass sich da negative Muster eingeschlichen haben. Vielleicht kannst du nie etwas zu Ende bringen oder erden. Vielleicht hast du da einen Boykott. Vielleicht hast du einen Boykott, jemanden wirklich aufzunehmen, zu lieben, zuzulassen. Und erlaube ruhig mal, dass du dir diese Person oder dieses Ding immer wieder neu herstellst. Denn sobald da jetzt Energie fließt, verändert sich auch immer wieder das Bild. Und das ist für den Verstand schwer, das zu halten. Also du kannst es immer wieder neu aufstellen und schauen, wie es sich jetzt verändert. Und spür auch, wie das Licht von deinem Hören selbst wirklich sich immer weiter wieder ausbreitet. Je mehr du bearbeitet hast, gelöst hast jetzt in Bezug zu dieser Person, umso freier und klarer wirst du. Spür dich immer wieder zwischendurch in dich selber rein. Und spür, wie du selbst immer klarer, kraftvoller und bewusster wirst. Dein höheres Selbst breitet sich mehr und mehr aus.
Atme tief ein und wieder aus. Nimm dich jetzt nochmal bewusst wahr, nimm dir auch noch einmal das Bild, die Person oder das Objekt wahr, das du dir aufgestellt hast. Und schau mal, wie hat es sich denn verändert? Kannst du diese Person jetzt anders nehmen oder vielleicht auch gehen lassen oder annehmen? Erlaube deinem höheren Selbst nochmal einen letzten Feinschliff zu machen. Und dann spüre, dass es gut ist, dass es für jetzt gut ist, dass es für diesen Augenblick absolut passt, was da jetzt geschehen ist, was sich da getan hat. Und dann atmest du nochmal tief ein und wieder aus. Bedankst dich bei deinem Gegenüber. Verabschiedest dich von dem Gegenüber und löst mal dieses Bild auf. Und du bist jetzt wieder in deinem Bewusstseinsraum, in deinem Heilungsraum, in deinem Raum mit deinem höheren Selbst. Und du bedankst dich jetzt auch bei deinem höheren Selbst für die Unterstützung. Und du spürst, wie sich jetzt dieses Sonnenlicht, dieser Lichtstrahl wieder nach oben verabschiedet. Und dass du wieder mehr und mehr ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückkommst, in die Gegenwart zurückkommst. Bedankst dich nochmal, bewegst jetzt mal deine Beine, deine Arme, streckst dich durch und kommst genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich klar und bewusst. Kannst dich an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. So, dann öffnen wir deine Augen und kommen wieder ganz zurück. Sehr gut.